Ach du Scheiße, Leute. Ja, Mann, Leute. Ja, Mann. Bevor dieses Video anfängt, meine Freunde, möchte ich gerne zu RevyHate 6.0 aufrufen. Weil ich immer noch nicht genug bekommen habe von euren unglaublichen Hass, würde ich mir wünschen, dass ihr nun hingeht und gemeinsam hässlichste Zeichnungen anfertigt. Malt mich einfach auf überzogene Art und Weise, meine Freunde. Tut mir an, was ihr mir schon immer antun wolltet. Photoshop mich komplett im Eimer, meine Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos von euch. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Part. Guten Tag, es ist 30 Grad in meinem Zimmer und die Hitze sorgt dafür, dass ich sämtliche meiner funktionierenden Gehirnzellen gerade einbüße. Meine Freunde, ich habe euch mal wieder dazu aufgerufen, mich zu hassen und reagiere einfach auf die Sachen, die ihr für mich vorbereitet habt. Und bei RevyHate 5.0, meine Freunde, ging es darum, dass ihr ein Foto von mir nehmt und das auf irgendeine Art und Weise verunschaltet oder sonst was damit macht. Gebt es eurem Hund zu fressen, kackt von mir es drauf, es ist mir egal. Thomas hat mir jetzt die besten Clips von allen rausgesucht, meine Freunde. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt gemeinsam mal an. Hier haben wir den ersten Clip, wo ich fast schon gar nicht glauben konnte, dass das real ist. Revi wird aus dem Flugzeug geworfen von JetSim-Fan und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz, was der jetzt zu sagen hat. Hallo Revi Inside. Also der sitzt wirklich in dem Flugzeug. Ich heiße Revinzeit, mein Freund. Revinzeit! Dachte ich mir so, ja Mensch, ich glaube, du willst mal Fallschirm springen. Ich war leider habe ich deinen Rucksack vergessen. Ja. Ist aber auch mir egal. Ich habe mir hier so ein schönes Bild von dir ausgedruckt. Und das ist nicht sein Ernst. Das wird jetzt mal Fallschirm springen. Das ist nicht sein Ernst. Er fliegt die Maschine, glaube ich, sogar selber, oder? Kann das, Digga, kann ich mal mit dir fliegen, Alter? Mal ganz ehrlich. Ja, also gut, Revinzeit. Ich wünsche dir einen guten Flug. Bruder, Bruder. Übrigens. Guck mal, wer neben mir sitzt. Wer sitzt neben dir? Thomas! Thomas! Du warst eine Woche... Thomas, was hast du damit zu tun? Warum sitzt du mit diesem Mann und warum guckst du so unschuldig? Thomas, weiß ich eins zu eins, dass du das bist. Ja, du warst eine Woche weg und was soll ich denn sonst machen? Du hast in der Woche einen Flugschein gemacht und hast mir aus dem Fenster geworfen. Ja. So, Leute. So. Thomas, wenn eure wertvolle Zeit zu lässt, können wir gerne wirklich mal zusammen eine Runde über Köln drehen. Ihr seid herzlich eingeladen. Geil, Alter! Geil! Ehrenmann, Alter! Dicker! Erstmal gibt es eine schöne Anzeige wegen Umweltverschmutzung. Ganz klar. Du brauchst gar nicht lachen. Du bist mit von der Partie. Du kriegst auch die Anzeige, mein Freund. Hör auf, mich mit Sachen zu bewerfen, sonst hau ich dir eine rein. Das war auf jeden Fall schon mal ganz stark. Der Link zu den Boys in der Videobeschreibung. Ich würde gerne mit dir Flugzeug fliegen, wenn ich auch mal fliegen darf, ja? Also, Leute, wenn ihr mir zutraut, dass ich ein Flugzeug fliege und ihr ein Flugzeug habt oder reiche Eltern habt oder einfach nur irgendwie an einem Flugzeug kommt, sei es auch gestohlen oder irgendwie entführt worden, meldet euch bei mir, ja? Dann fliege ich gerne mit euch. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Ich habe mir hier schön ein Bild von dir ausgedruckt, ja. Ja, sehr schön, sehr schön, mhm. Ja, das Schönste, das ich finden konnte, auch wenn alle hässlich sind. Revis Hackfresse. Mhm. Schmeiß mal einmal den guten... Bruder. Die dürfen nur an Silvester gezündet werden. So wie ich das sehe, wurde das Video am 24.05. hochgeladen, mein Freund. Es ist nicht Silvester. Dementsprechend werde ich deinen Kanal auch direkt ans Ordnungsamt weiterleiten, damit du eine Strafe von 25 Euro bekommst. Ja, Revi. Das ist ja schon ein kleines Löchchen, ne? Tja, siehst du mal, mir kannst du was nichts antun, Alter. Du brauchst mit deinen billigen Waffen gar nicht auf mich losgehen, Dicker. Mich kann man nicht zerstören. Ich bin immortal, unsterblich bin ich. Ich bitte dich. Hat er mich jetzt angezündet? Kannst du vielleicht aufhören? Kann jemand diesem Kind das Feuerzeug wegnehmen? Ach komm, Bruder, ach komm. Jetzt aber ganz schnell weglaufen. Das war's. Aber ganz schnell. Lass ein Abo da. Ciao. Ja, Supertoaster04, die 15 Abonnenten hast du dir redlich verdient, mein Freund. Auf jeden Fall starkes Video. Ich glaube, von dem Schock muss ich mich erstmal erholen und schaue mir ein anderes Video an, wie mich jemand konstituiert fertig macht, meine Freunde. Sämtliche Videolinks sind natürlich wieder für euch in der Videobeschreibung zusammengefasst. Ganz klar. Laufzeit versus Shisha-Krönung. Danke für den Copyright-Strike direkt zum Anfang. Skippen wir das doch einfach mal. Boah, Leute, meine Community. Ich glaube, ich bringe auf der Gamescom einfach gratis Zwangsjacken oder sowas für euch alle mit, ey. Lauchattacke. Hat er die Minecraft-Font genommen? Ist das dein Ernst, Digga? Ist das dein Ernst? Oh Gott. Eins muss man ja dem Jungen lassen. Der hat sich Mühe gegeben. Klar, er hat sich jetzt nicht extra ein Flugzeug gekauft, aber er hat sich Mühe gegeben. Fans, take a look at this. Can you believe that? Perhaps even, let's compare it to the size of my head. Andre the... Okay, ich sehe schlecht aufgeholte Memes. Jetzt geht's weiter. Ich glaube, dass... Gott, ist das dumm, Alter! Aber feierbares Editing auf jeden Fall.
kann man nicht anders sagen. Starkes Video, Shisha Kröt, das hast du gut gemacht. Vielleicht solltest du weniger rauchen, weil das scheint deinem Gehirn nicht allzu gut zu tun. Guck mal, was wir hier noch haben, meine Freunde. Ja, danke für den Ohrenschaden, mein Freund. Das skippen wir einfach direkt mal. Revi, ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar, ich werde mit meinem schönen Auto hier deine Bilder mal zum Revi Hate 5 verschönern. Verschönern kann man dieses Bild nicht mehr. Das ist die Perfektion, wie sie sich damals Da Vinci und Michelangelo vorgestellt haben. Das, meine Freunde, ist die Peak Performance der humanitären Gesellschaft. Dieses Bild, das ist der Mensch in seiner Hochform. Ich habe jetzt deine Gesichter voll auf die Reifen geklebt. Oh Gott, natürlich nicht Alter. Schön. Oh Gott, aber das ist so dumm und kreativ wieder, dass ich nicht weiß, ob ich weinen oder lachen soll. Vielleicht mache ich beides. Oh mein Gott, er hat CinemaScopes benutzt, Leute. Jetzt wird's epic. Pass mal auf. Oh Gott, oh Gott. Was ist das für ein Auto, Digga? Was? Was? Ey, das ist krank kreativ, Digga. Das ist krank kreativ und vor allen Dingen richtig aufwendig. Hat sogar eine GoPro oben drauf gemountet. Extrem feierbar, Alter. Extrem heftig, meine Freunde. Wisst ihr, auf sowas können andere YouTuber einfach nicht setzen. Eine Community, die sich so viel Mühe gibt, den YouTuber zu hassen. Deshalb wirklich nur ich. Das glaube ich tatsächlich nicht so positiv, wie ich das gerade sehe, oder? Ist ja nicht sein Ernst, dass er sich die Mühe gemacht hat. Fein säuberlich ausgeschnitten und dann da drauf getan. Revi, ich würde mal sagen, Mission erfüllt, ne? Total verschönert. Wie gesagt, also verschönern kann man da nicht viel, weil ich bin halt einfach schon der schönste Mensch auf Erden. Krass geile Sachen auf jeden Fall dabei. Wir hatten eine Pokémon-Animation. Wir hatten jemanden, der sich extra ein Flugzeug begeben hat. Wir hatten dich mit diesem krassen Auto. Dicker. Mad Respect dafür, wirklich. Gucken wir mal, was noch sonst so dabei ist, Leute. Ich hätte nicht damit gerechnet, Alter. Was haben wir hier? Revinzeit-Match verbrennen, Revi-Hate 5.0. Na, super. Junge, ohne Witz. Du hast aber keine Ideen mehr. Ich habe jetzt hier mir deinen komischen Bild... Das mit den keine Ideen mehr, das muss ich denyen. Nee, eigentlich recht. Dish-Merch gekauft, ja. Ich will jetzt den Tracks hier aufroppen. Mhm. Er hat sich direkt 2 Shirts bestellt. Angenehm auf jeden Fall, danke dafür. Mein Merch-Link ist natürlich in der Videobeschreibung, meine Freunde. Wir haben gerade noch Sommerschlussverkauf, also gönnt euch doch einfach mal. Da haben wir das behinderte Zeug so. Und Thumbnail für dich. Da kannst du jetzt hier schön mit deinem... Dummer Junge verbrennt mein Merch. Ja, ich würde es tatsächlich ähnlich betiteln, mein Freund. Danke schon mal für den Thumbnail. Ich würde es vielleicht anders nennen. Dummer Junge verbrennt mein Merch und stirbt fast dabei. Aber sonst kommt das der Sache tatsächlich ganz nah. Wisst ihr, Leute, ihr solltet einfach nachdenken über die Welt. Deswegen werde ich jetzt dieses... Das ist einfach kein Merch. Das ist einfach... Was ist das, Digga? Was ist das, Digga? Du hast gerade ein NASA-T-Shirt an. Also ich... Komm, reden wir nicht drüber. Revi, wie schmeckt dir das? Das knurgelt wie ein Toastbrot. Das knurgelt wie ein Toastbrot. Mann, das ist heiß. Du guckst einen Traktor, du guckst einen Traktor. Wirklich, kommen da Leute? Das ist eine tolle Idee, dagegen zu treten. Das ist eine ganz tolle Idee. Ach du Scheiße, Leute. Mann, Revi, jetzt sind meine Schuhe wegen dir dreckig, Mann! Also, ich hab da tatsächlich jetzt keine Schuld dran, wenn du in einen brennenden Haufen Scheiß trittst, aka mein Merch. Ist nichts passiert. Bei 20 Likes verlost dieses T-Shirt. Ja, lass dem Boy nochmal 20 Likes da. Ganz klar. Das war jetzt unnötig. Ganz ehrlich, den Löschversuch hättest ihr sparen können. Jetzt kommt nämlich das Überraschende. Das schwarze Shirt brennt nämlich nicht, meine Freunde. Das haben wir damals mit der Feuerwehrstadt Köln entwickelt. Das ist nämlich feuerfest und außerdem heilt das auch alle Krankheiten, die ihr habt. Also kauft es euch am besten einfach. Es sind keine leeren Versprechungen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Da, seht ihr, Leute? Es brennt nichts. Ich hab's euch gesagt, das Shirt brennt nicht. Die Feuerwehrstadt Köln hat damals schon gesagt, dass das Shirt nicht brennen kann. Ja, Mann, Leute. Ja, Mann! Schaut's euch an, das Shirt... Das Shirt brennt ja doch. Ja gut, egal. Oh Gott, das Scheiße! Das guckt noch! Das geht weg! Leute, wenn es explodiert, ne? Ich weiß halt nicht, ob das so klug ist, das auf dem Holztisch zu machen, aber naja. Okay, nee, alles safe. Soll ich ihn mal da drauflegen? Nee, explodiert! Mach. Nee, mach mal lieber nicht. Mach mal. Och, Digga, bist du so dämlich. Okay, Leute. Komm, Leute, was ist das? Das ist Lava, Digga. Das ist Lava, Digga. Seht ihr, meine Freunde? Keine anderen Textilien verbrennen so schnell und schmerzhaft wie meine. Kauft mein Merch. Ja, ich glaube, die Menschheit ist auf jeden Fall hier wieder mal verloren. Dickes Danke dafür, mein Freund. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich dazu anders sagen soll, außer vielleicht schaut ihr mal bei ihm vorbei. Danke dafür. Hier, ganz stark. Ja, was soll ich sagen? Ja.
Starkes Video. Nächstes Video, meine Freunde, da haben wir folgendes für euch. Video gegen Rebenzeit. Wenn du das nächste Mal sagst... Lars, schön, dass der Fokus hinten auf dem Traktor liegt und nicht auf dir, weil dein Gesicht möchte ich mir fokussiert gar nicht erst anschauen wollen. Es interessiert mich auch gar nicht, was du gerade sagst. Lars, das ist kein Originalfoto von mir. Was hast du damit gemacht, Mann? Ich find's ein bisschen blöd, Lars, dass du gerade dein einziges Trinkreservoir am Haus vergiftest mit diesen giftigen Druckerfarben. Wenn deine Familie tatsächlich jetzt stirbt, ich hafte dafür nicht, ich habe damit nichts zu tun. So viel auf jeden Fall schon mal dazu, mein Freund. Dieses Bild macht mir halt wirklich Albträume. Jetzt sag mir nicht, dass der extra einen Traktor da drüber fahren lässt. Och, Mann. Du Loser, du hast dich getroffen. So, ja, das war das Video gegen Rebenzeit. Lars, das hast du sehr kreativ gelöst. Es freut mich, dass du deinen kompletten Bauernhof dafür aufgeopfert hast, nur um mich zu zerstören. Danke dafür. Ich bin betroffen, aber auch sehr verstört und würde mich am liebsten jetzt im Klo einschließen und zu heulen. Danke. Mann, Alter, ist das stumpf. Och Mann, ist das dumm, Alter. Ich hab echt die dümmste Community von allen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt wirklich ansehen soll. Ist das noch ein Mensch? Thomas, ist das ein Mensch? Das ist eine Unterhose. Pantman zerstört Revi, okay? Ja, Leute, schade, dass wir jetzt auch schon am Ende sind. Leider kann ich mir da nicht noch mehr tolle Videos von euch anschauen. Ich mache mich dann jetzt ganz schnell auf zu meinem Psychiater, meine Freunde, denn das, was ich gerade gesehen habe, muss ich erstmal wieder verarbeiten. Vielen Dank fürs Mitmachen und für das nächste Video. Wie ich bereits schon am Anfang gesagt habe, meine Freunde, wünsche ich mir, dass ihr die hässlichsten Zeichnungen aller Zeiten von mir anfertigt. Revihate 6.0, meine Freunde, macht die hässlichsten Zeichnungen, die ihr überhaupt aufbringen könnt von mir. Gerne auch realistisch und gut gezeichnet, nur dann halt in Scheiße. Ja, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video, ne? War wieder geil, dass ihr am Start gewesen seid. Danke für den tollen, klickprächtigen Titel an alle, die mitgemacht haben. Ganz stark, Leute. Also, lasst einen Daumen nach oben da. Immer schön dabben, rechts und links.